Guten Tag, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Aktuell haben wir im Landkreis Main-Koblenz und der Stadt Koblenz 491 positiv getestete Menschen. Das sind 7 mehr als gestern. 205 davon in Koblenz, das sind 4 mehr als gestern. Auch die Lage der Patienten in den Kliniken hat sich, was die stationäre Behandlung angeht, entspannt. Hier haben wir aktuell nur noch 37 Menschen, die positiv getestet wurden und in Koblenzer Kliniken behandelt werden. Leider muss ich aber ein großes Aber dazu sagen, denn 15 von ihnen werden aktuell beatmet. Daran sieht man auch, dass sich die Situation noch in keinster Weise entspannt hat. Wir müssen also weiterhin vorsichtig sein. Leider ist das noch nicht bei jedem angekommen. Gestern hatten wir am Deutschen Eck 150 Menschen, die sich abends dort getroffen haben und den Abstand nicht gewahrt haben. Wir sind natürlich mit Polizei und Ordnungsamt dort eingeschritten. Ich kann Sie nur bitten, seien Sie weiterhin vorsichtig. Achten Sie auf die Distanz, damit Sie und Ihre Lieben, die vielleicht nicht so gut geschützt wie Sie selbst sind, weiterhin gesund bleiben. Wir haben aktuell über 100 Bußgeldverfahren laufen. Wir haben auch bereits Bußgelder von bis zu 1.000 Euro ausgesprochen. Ich denke, das ist nicht notwendig, wenn wir uns alle besinnen, dass wir Abstand halten, damit wir auch alle gemeinsam gesund bleiben. Das Osterfest steht vor der Tür. Das höchste Fest in der christlichen Kirche. Wir alle sind es gewohnt, dass wir unsere Lieben treffen, dass wir zu Gottesdiensten gehen und wir uns in größeren Menschenmengen treffen. Das wird dieses Mal anders sein. Ich bitte Sie sehr, weiterhin die soziale Distanz zu wahren. Nutzen Sie die Online-Angebote. Schauen Sie sich die Fernsehgottesdienste an. Der Glaube ist stark genug, er kann diese Brücke überwinden. Und darum bitte ich Sie sehr eindringlich. Aber auch über Ostern wird unsere Hotline geschaltet sein. Wenn Sie also Fragen haben, wenn Sie Antworten brauchen, wir sind für Sie da. Am Samstag wird sich unser Oberbürgermeister David Langner wieder bei Ihnen melden. Ich darf Ihnen heute von hier ein frohes und gesegnetes Osterfest wünschen. Und ich bitte Sie, achten Sie aufeinander und bleiben Sie gesund.